Ich bin Fraktalist, weil alles fraktal ist. Hallo meine fraktalen Freunde. Willkommen zum dritten Kapitel meines Manifests. Im letzten Kapitel ging es um die Begriffe Fraktal und Fraktalität. Also falls ihr nichts mit diesen Begriffen anfangen könnt, empfehle ich das zweite Kapitel meines Manifests. In diesem dritten Kapitel soll es um das Thema Gleichgewicht gehen. Es resultiert aus der Fraktalität der gesamten Existenz und gleicht sich kontinuierlich selbst aus. Es bildet quasi beide Seiten einer Waage. Viel Spaß bei dem dritten Kapitel meines Glaubensbekenntnisses. Gleichgewicht. Alles strebt nach Harmonie. Alles natürlich Vorkommende strebt nach einem Ausgleich. Alles strebt nach Harmonie. Alles Existente strebt im Kern den Zustand der Ruhe an. Jeder Pol braucht einen Gegenpol zum Ausgleich. Mathematisch betrachtet möchte jede Funktion aufgelöst werden. Das chemische Gleichgewicht bezeichnet zum Beispiel den Zustand, in dem durch Hin- und Rückreaktion einer chemischen Reaktion die Konzentration bzw. Menge von Produkten und Edukten nicht mehr verändert wird. Fraktale werden am Computer durch Gleichungen dargestellt. Gleichungen, wie der Name schon sagt, müssen sich ausgleichen. Die Ergebnisse beider Seiten einer Gleichung heben sich auf, wie Materie und Antimaterie. Wenn jedoch die Gleichung lautet x ungleich x oder x gleich x plus 0,0000001, wird sich die Gleichung immer weiter aufdröseln und versuchen, die Ungleichheit auszugleichen. Dabei wird sie immer komplexer. Wie die hermetischen Gesetze schon sagen, hat alles einen Gegenpol, um das Gleichgewicht zu wahren. Sobald etwas in der Realität manifestiert wird, also etwas geschieht oder etwas entsteht oder entsteht sofort eine entgegenwirkende Kraft. Das Fraktal strebt nach der Auflösung der Gleichung. Das ist das Gleichgewicht. Die allgemeine Lehrmeinung ist, dass das Universum nach Chaos strebt. Man sagt, die Entropie, also die Unordnung eines Systems, nehme im Lauf der Zeit zu. Ein Fraktalist sagt, die Entropie nimmt zu, weil die Existenz nach Harmonie strebt. Sie versucht sich immer weiter zu glätten und verknotet sich dabei immer mehr und wird komplexer. Der natürliche Urzustand allen Seins ist Ruhe, Gleichgewicht und Harmonie. Das bedeutet, dass alles Manifestierte seinen Ursprung in diesem Gleichgewicht hat und seine Existenz lang versucht, wieder in dieses Gleichgewicht zu kommen. Daraus folgt, ein Fraktalist strebt immer nach Harmonie. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, erstmal vielen Dank an der Stelle. Krasse Leistung auf jeden Fall. Und ich versuche das ganze Kapitel nochmal ein bisschen verständlich, was ich damit eigentlich meine, zusammenzufassen. Was ich mit dem Gleichgewicht meine ist, es ist alles reine Mathematik. Die gesamte Physik, ja die gesamte Realität, in der wir leben, fußt auf mathematischen Gesetzen. Alles Mathematische wird so lange umgerechnet, bis es sich ausgleicht. Und wir verwenden heutzutage Computer, um Gleichungen aufzulösen, wie zum Beispiel die Formel des Mandelbrot-Fraktals. Und wenn eine reine, einfache mathematische Formel etwas unendlich Komplexes hervorbringen kann, indem sie kontinuierlich versucht, sich selbst aufzulösen, ja, dann halte ich es für durchaus denkbar, dass unsere gesamte Realität das Ergebnis einer eben solch simplen Formel ist. Eigentlich sehe ich es tatsächlich so, dass das Wort Gleichgewicht nur im abstrakten Sinne das Fraktal bezeichnet. Immerhin sind Fraktale, wie gesagt, auch mathematische Gleichungen, die nach ihrer Auflösung streben und damit versuchen, sozusagen beide Waagschalen auszugleichen. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedankengang nachvollziehen, ey. Solltet ihr euch mit der Idee des Fraktalismus identifizieren können, ja, und solltet ihr an den weiteren Kapiteln
interessiert sein, dann solltet ihr definitiv mal meinen Kanal abonnieren, ja, damit ihr keine weiteren Kapitel verpasst. Falls ihr mich beleidigen oder meinen Glauben, den Fraktalismus, durch den Dreck ziehen wollt und euch lustig drüber machen wollt, dann macht das in dem Kommentar. Kann ich wenigstens drauf eingehen. Aber natürlich ist es euch überlassen, vielleicht auch was ganz Nettes zu schreiben. Am allerwichtigsten jedoch, egal wie ihr das Video findet, ist, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Das hilft mir enorm, die Kunde des Fraktalismus in die Welt hinauszutragen und Fragenden, wie ich es einst einer war, eine Antwort zu bieten. In diesem Sinne bleibt nur noch eins zu sagen. Gehabt euch wohl, Liebe geht raus.